Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen das ja. Einmal im Monat zeigen wir aus unserer Sicht herausragendes aktuelles deutsches Kino. Und das wirklich querbeet, von dem Experimentellen bis zum Mainstream. Und im Anschluss gibt es immer ein einstündiges Werkstattgespräch, sage ich immer ganz gerne. Das soll nicht abschrecken, sondern Freude machen, weil man Dinge erfährt, die man sonst nicht eben mitbekommt. Und wir haben dafür immer tolle Gäste. Bevor ich Ihnen vorstelle, möchte ich aber noch sagen, diese Reihe ist in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen in Frankfurt, EPD Film. Und ich freue mich sehr, dass Rudolf Worschig, den wir hier Anfang des Jahres im Frühjahr gebührend in den Ruhestand verabschiedet hatten, heute sich das nicht nehmen lässt, das Gespräch selbst zu führen, denn er ist ein großer Fan der Eberhofer Krimis, die tatsächlich ein sehr einzigartiges Phänomen darstellen. Darüber wollen wir reden, wie es gelungen ist, dass hier 9 Filme als Reihe im Kino eine so deutschlandweite Begeisterung auslösen, dass auch der neue Film jetzt schon wieder die Millionengrenze geknackt hat. Begrüßen Sie den Regisseur Ed Herzog bei uns in Frankfurt. Willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Servus Frankfurt. Servus. Aber du bist ja gar kein Bayer. Das ist jetzt nur so. Aneignung. Kulturelle Aneignung, ja, genau. Mache ich manchmal. Du kommst gerade von Open-Air-Screenings, jetzt gerade konkret aus Karlsruhe. Genau, ich war gestern Abend in Karlsruhe im Open-Air und es war ganz toll. Das ist wirklich was Besonderes, ein riesen Kinoleinwand vor einem Schloss im Grünen. Ja, wirklich schön, von ganz tollen, kinobegeisterten Leuten gemacht. Wie nimmst du das wahr? Also diese Diskussion zu deiner Reihe, machst du das gerne, bist du viel unterwegs oder nimmst du das eher so aus der Außenwahrnehmung mit? Es ist immer so, dass wir seit jetzt ein paar Jahren eigentlich immer Anfang August starten und es ist immer in meiner Ferienzeit und so drumrum und deswegen bin ich dann oft auch weg oder beziehungsweise auch, wenn wir in den Jahren, wo wir gedreht haben, ging dann direkt die Vorbereitung für mich los und ich hatte dann wirklich nicht so viel Zeit. Ne? Also ich habe jetzt dieses Wochenende sehr genossen und freue mich sehr hier zu sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann die Schauspieler sind mehr gefragt in der Öffentlichkeit als ich. Es ist mir völlig unverständlich. Ich finde, ich mache das eigentlich immer ganz gut, aber... Wir werden das heute auch nochmal unter Beweis stellen, dass du eine sehr gute Wahl bist für ein solches Gespräch und wir wollen dann nachher auch vieles erfahren, eben auch was du darüber denkst, ja, gerne. Ob du das von Anfang an so vermutet hättest, aber das macht Rudolf. Ich würde mit dir gerne noch kurz vorher drüber reden. Wir haben nämlich wie immer keine Werbung, sondern einen Kurzfilm aus deinem Oeuvre und da springen wir wirklich in eine ganz frühe Phase, 1994, fast 30 Jahre zurück. Während wir danach das Reh-Ragout sehen, gibt es zuerst die Schürze aus Speck. Genau. Ja ein Kurzfilm von mir, der heißt Eine Schürze aus Speck. Ich habe ihn selber lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, man kann ihn noch anschauen. Aber das war damals in meiner Zeit an der Filmhochschule in Berlin. Was du in Petzold studiert hast. Ja, genau. Also Christian Petzold war 2 Jahre über mir. Aber wir sind uns oft in Seminaren begegnet. Und so. Aber das hat jetzt nichts mit Petzold zu tun. Und wir waren ein sehr kleiner Jahrgang und wir haben immer, also bei uns haben die Leute, die da studiert haben, alles gelernt. Also wir mussten Kamera lernen, Ton lernen, Schnitt lernen und Schauspielführung lernen. Und im Rahmen dieser Ausbildung hatten wir ein tolles Tonseminar bei Gerd Metz, unserem Tondozenten. Und wir sollten da irgendwie einen Kurzfilm drehen, wo der Ton eine besondere Rolle spielt oder wo dem Ton irgendwie eine besondere Beachtung geschenkt wird. Und ich war immer nie so ganz gut in der Erfüllung von so Vorgaben und Aufgaben. Ich habe dann doch meistens das gemacht, wozu ich Lust hatte. Und dann habe ich diesen Film gemacht. Soll ich jetzt mehr verraten? Nein, ne? Man guckt ihn ja an. Das ist up to you, aber mich würde natürlich interessieren, ist das jetzt Zufall, dass bei dir das immer mit Essen zu tun hat? Oder? In dem Film geht es weniger um Essen als um nackte Männer. Das ist richtig. Also, ich hab dann auch so gedacht, ich habe irgendwie scheinbar auch eine besondere Vorliebe für dicke Menschen und für dicke
Leiber und das ist in dem Film auch ein Randthema. Wir freuen uns sehr drauf. Von 35 mm noch, wie es in den 90ern üblich war, werden wir den gleich vorführen. Und ja, zum Rerago-Rendezvous willst du auch noch was sagen oder der kommt direkt im Anschluss? Im Vorfeld ist immer schwierig. Ja. Doch, ich könnte eine Sache sagen. Ich kriege selten Fanpost oder so Zuschauerbriefe, aber neulich habe ich eine Mail bekommen von einem Herrn. Und der hat sich bei mir beschwert. Er hat gesagt, also er hätte den Film überhaupt nicht genießen können, weil die Leute so viel gelacht haben, dass er den Ton nicht verstanden hätte. Und das Fan hätte er überhaupt nicht gut gefunden und es würde er sich die Filme nicht mehr im Kino anschauen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also dann kann man ja, wenn man eine Komödie machen möchte, nicht so viel falsch gemacht haben. Aber sehen Sie selber. Das machen wir. Wir danken dir sehr, dass du die Reise in deiner Urlaubszeit auf dich genommen hast. Schon mal einen großen Applaus, Ed Herzog. Und Film ab für die Schürze aus Speck und das Rerago-Rendezvous. Bitte nochmal großen Applaus, Ed Herzog, der Regisseur, bei uns auf der Bühne. Dein Applaus. Den Platz bitte auf der Seite. Ja, Dankeschön. Und Rudolf Warschech, der das Gespräch führen wird. Und vielleicht vorweg sei gesagt, die beiden werden erstmal unter sich reden, ein bisschen sich eingrooven und dann haben sie natürlich auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber jetzt hat Rudolf Warschech das Wort. Ja, also von meiner Seite auch ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind bei diesem doch sehr schönen Abendwetter und ganz besonders dir besten Dank, dass du da bist. Ja, wir laufen uns jetzt hier warm und dann übergeben wir das Gespräch an Sie für Kommentare, Fragen. Du hast dich schon vorbereitet, ne? Ich bin immer vorbereitet. Ich habe immer Angst, dass ich einen Blackout habe und dann geht es nicht weiter. Deswegen schreibe ich mir das immer irgendwie auf. Aber ich habe nachgefragt, viele Kollegen machen das. Ja, es sind 10 Jahre, das ist jetzt auch ein Jubiläum gewissermaßen. Also der erste Eberhofer ist, ich habe es aufgeschrieben, am 1.8.2013 hatte der seine Premiere und der neue am 10.8.2023. Ein Jahrzehnt Eberhofer. Ja. Ich weiß, dass du auch viele andere Sachen machst, aber hat es dein Leben verändert? Ganz sicher, ja. Also ich meine, also 10 Jahre solche Filme machen, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Man sieht es hier. Das geht aber noch. Nein, das hat natürlich mein Leben verändert, also nicht auf eine negative Art und Weise. Also ich habe die Filme immer sehr, sehr gerne gemacht. Macht einfach großen Spaß, das mit dem Team zu drehen. Und wenn es dann noch irgendwie so gut ankommt, ist es natürlich besonders schön. Es gibt so ein Promotion-Video mit dem Gerhard Wittmann und Eisi Gulb und da unterhalten sie sich, was die längste Kinoserie in Deutschland ist. Das war mir jetzt auch nicht so klar. Genau, wer weiß es? Was ist? Es ist nicht der Eberhofer, leider Gott. Noch nicht, genau. 14 Folgen hat die längste Kinoserie, sagt Eisi Gulb. Deutsche Kinoserie, bitte. Genau, späte 60er, 70er Jahre. Also ist der Schulmädchen-Report. Die würden wir gerne schlagen, aber man muss dazu sagen, dass das ist ein bisschen Etikettenschwindel beim Schulmädchen-Report, weil irgendwann wurden dann Filme einfach, die hatten einen anderen Titel, die wurden dann umbenannt in Schulmädchen-Report Teil 12 oder so. Aber immerhin 14, vielleicht, nicht jeder kennt vielleicht auch die Anfänge vom Eberhofer, vielleicht sprechen wir nochmal ein bisschen, wie das alles angefangen hat, damals in 2012 wahrscheinlich mit Dampfnudelblues, der glaube ich als zu verleihender Film gar nicht mal zu uns kam. Genau, also wir haben damals 2012 Dampfnudelblues gedreht und zwar damals für die ARD. Also es war eine reine Fernsehproduktion und ich habe
Ich habe das, mich hat die Produzentin Kerstin Schmidbauer angerufen, ob ich ob ich Lust hätte, eine bayerische Krimi-Komödie zu machen für die ARD. Und ich dachte so, naja, schauen wir mal. Also ich habe gesagt, schick mir mal das Buch, und dann hat sie mir das Buch geschickt, dann habe ich das gelesen, und schon nach der ersten Szene dachte ich, Wahnsinn, also das ist, ich fand es super lustig, und der Humor war so, ich fand den so österreichisch schwarzhumorig, und dann habe ich die, als ich das Buch gelesen habe, habe ich die Produzentin angerufen und habe gesagt, ich finde es super, aber weiß die ARD auch, was da in dem Buch drin steht? Weil es war so frech und böse. Und ja, doch, die wollen das so. Und dann haben wir das eben gemacht. Und dann war der Film fertig und war für, ich glaube, ich weiß gar nicht, also er hatte schon einen Ausstrahlungstermin. Und dann war eine Kinomesse im April in Baden-Baden. Das ist immer so ein Event, wo die Kinoverleiher den Kinobetreibern so ihr Programm vorstellen, was sie so für Filme im Verleih haben, dass die Kinomacher so ein bisschen ihr Jahr planen können oder sich die Filme eben auch buchen. Und dann kamen bayerische Kinobetreiber zu Konstantin, zum Verleih, und haben gesagt, wir haben für den Sommer keine Komödie. Wir haben nur so Actionfilme, aber wir haben keine richtige Komödie. Und ihr habt doch diesen Dampfnudelblues gedreht. Können wir den nicht zeigen? Und dann hat der Verleih gesagt, nee, das ist für die ARD, das dürfen wir gar nicht, haben wir gar keine Rechte dran. Und damit haben sich die bayerischen Kinobetreiber zum Glück nicht abgefunden und haben dann insistiert und bei der ARD nachgehakt und verhandelt, und schlussendlich haben wir es dann geschafft, gemeinsam die ARD zu überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, wenn wir den vorher im Kino zeigen dürfen oder dass es keinen so großen Schaden anrichtet. Weil die ARD macht das nicht so gerne, weil man die produzieren so einen Film und wollen dann natürlich auch sozusagen diesen Premierencharakter in der TV-Ausstrahlung haben, und das geht denen dann so ein bisschen weg, wenn es vorher eine Kinoauswertung gibt. Sie haben sich breitschlagen lassen, und es war dann ein großer Erfolg. Er wurde zwar nur in Bayern ausgewertet und in so ein paar Studentenstädten bundesweit, aber vor allem in Bayern, und es hat super funktioniert. Und ab da sind wir dann ins Kino gegangen. Ich glaube, er hatte damals doch auch schon knapp eine halbe Million oder ja, sowas. Ja, der Dampfnudelblues hatte aus dem Stand über 500.000 Zuschauer, was wirklich für uns alle überraschend war. Und ich werde manchmal gefragt, ob ich mit diesem Erfolg gerechnet hätte. Nein, habe ich nicht. Also muss ich da nicht fragen. Nee, wir haben immer so von Film zu Film geguckt und gearbeitet und uns gefreut, dass es funktioniert, dass die Leute das gucken wollen, und es ist tatsächlich von Film zu Film immer mehr geworden, und mittlerweile haben wir auch ein immer größeres Publikum außerhalb von Bayern, was die Filme gerne guckt. Da bin ich eigentlich besonders stolz drauf, weil ich finde jetzt so, Mundart-Filme, ich sage immer, wir machen keine Mundart-Komödien, wir machen Provinz-Komödien. Ne? So, und ich glaube, jeder kennt irgendwie Provinz, egal ob er aus Schleswig-Holstein kommt oder aus Sachsen-Anhalt. Die Provinz ist überall gewisserweise ähnlich. Hattet ihr denn du hast ja gerade irgendwie erzählt, dass das so gewissermaßen unter dem Radar eigentlich gelaufen ist als Fernsehfilm. Hattet ihr da größere Freiheiten als bei einem anderen, in Anführungsstrichen, normalen Kinofilm, nicht bei so einem ja. Hybridfilm? Es ist ganz normal. Du hast wenn du einen Fernsehfilm machst, du hast dein Budget, du hast eine Redakteurin, die dann sozusagen dir da reinredet. Ne? Wenn du aber jetzt das fürs Kino machen willst, dann hast du einen Verleih und hast andere Gelder und hast einfach mehr Leute, die da mitsprechen. Und die Verleiher wollen halt immer auch wissen, okay, wer spielt da mit? Was sind da irgendwelche Namen drin, wo wir den Film mit vermarkten können? Und nehmen da doch sehr stark Einfluss. Und es war bei uns das Glück, dass wir das am Anfang eben nicht hatten, dass wir so die Besetzung so machen konnten, wie wir das für richtig hielten. Also sozusagen die Leute, die wir am besten geeignet für die Rollen fanden und nicht nach irgendwelchen Marketing-Überlegungen das besetzen mussten. Ne? Also da hat uns dann niemand so reingeredet. Und das, glaube ich, ist mit ein Punkt, warum die Filme auch gut / erfolgreich sind, ne? Weil der Cast ist einfach, der passt einfach wunderbar.
Genau, weil du gerade Cast sagst, ich glaube auch, mit dem ersten Film war ja quasi schon der Ton, die Atmosphäre und sowas gesetzt und auch die Darsteller. Das finde ich ja jetzt schon phänomenal, dass es eben mit einer Ausnahme, die Oma-Darstellerin, in 9 Filmen die gleichen Leute sind. Erzähl doch mal, wie du auf die Schauspielerinnen und Schauspieler gekommen bist. Mit dem Betzel, glaube ich, hast du schon bei einem Tatort zusammengearbeitet. Betzel habe ich schon beim Tatort gedreht, ja. Mit Sebastian Betzel, aber da spielt er eine ganz andere Figur und das Casting für die Eberhofer-Filme macht immer die gleiche Casterin, Franziska Eigner aus München, die ist super spitzenmäßig, ist ganz toll, ich liebe sie sehr. Die zaubert einfach immer wieder Leute aus dem Hut, von denen ich noch nie gehört habe und die einfach toll sind. Die hat eben damals Vorschläge gemacht und wir haben dann richtige Castings gemacht, wir haben Probeaufnahmen gemacht, mit verschiedenen Kombinationen, verschiedene Leute, verschiedene Darsteller und unter anderem auch eben haben wir den Sebastian Betzel eingeladen und ich habe ihn gefragt, du hättest du Lust da, ich glaube, es ist eine ganz gute Rolle. Er meinte so, oh, ja, Casting, ja gut, kommt da mal. Er war irgendwie so ein bisschen genervt, es lag, glaube ich, terminlich irgendwie nicht ganz geschickt und ich dachte so, weiß gar nicht, ob der richtig Lust hat und dann hat er gespielt und wir haben uns angeschaut, also die Produzentin und die Casterin und ich und wussten, der hat einfach den Eberhofer so von vornherein so genagelt, so dermaßen auf den Kopf getroffen, also das war einfach vom Humor her einfach perfekt getroffen. Und also das war dann eine relativ schnelle Entscheidung, also insgesamt. Und dann, ich wollte gerne den Simon Schwarz für den Rudi, ich wollte gerne den Icy Gulp und diese waren aber alle im Casting und waren aber auch dann entsprechend gut, also wo wir dann auch gemerkt haben, ja, also waren wir dann alle der Meinung, das passt, ne? Und so haben wir das dann da zusammengesetzt, ne? Und die Drehorte, also Niederkaltenkirchen gibt es ja nicht, das heißt Frontenhausen. Ja. Ich glaube auch, dass der Kreisel in den Romanen gar nicht die Rolle spielt, die er in deinen Filmen spielt. Also die Produzentin ist damals mit der Rita Falk so ein bisschen so durch Niederbayern gefahren und die Rita hat so ein paar Orte ihr gezeigt, wo sie so, die sie so beim Schreiben im Kopf hatte und dann haben wir dann nochmal dann, als wir den Film vorbereitet haben, nochmal ganz konkret gesucht und haben dann diesen kleinen Ort Frontenhausen gefunden, den wir irgendwie ganz passend fanden. Und mein Kameramann, der Sebastian Edschmidt, der hat dann diesen Kreisverkehr entdeckt und fand den so toll und sagte, wir müssen unbedingt was in diesem Kreisverkehr drehen. Und dann hab ich gedacht, okay, ja, ich finde den ja auch schön, aber was soll man denn jetzt da drehen? Und dann haben wir tatsächlich irgendwie eine Szene dahin verlagert im ersten Film. Und haben dann so ein Bild ausgedacht, wo der Eberhofer eben einmal so eine Ehrenrunde im Kreisel fährt, weil wir das auch so, wir fanden, dass das unheimlich gut zu der Figur passte, wie sie im Buch so beschrieben ist, ne? Und zu dem ganzen Tempo in den Eberhofer Romanen, ne? Also wir haben ja immer versucht dann eine Entsprechung zu finden für die Art, wie der Roman geschrieben ist, der sehr viel mit innerem Monolog auch arbeitet, also sehr viel so die Gedanken von der Hauptfigur darstellt und das können wir ja im Film nicht machen, also wir haben uns gegen einen Voice-Over oder gegen so einen Ich-Erzähler entschieden, weil wir das irgendwie nicht so filmisch fanden und haben dann eben versucht, filmische Mittel zu finden, um die Stimmung der Romane rüberzubringen. Und irgendwie hat der Kreisverkehr super reingepasst und dann sind wir den nicht mehr losgeworden. Ja, der kommt nicht. Es war dann so, wir haben ein neues Buch geschrieben und dann sagte die Produzentin, ja, aber ihr habt gar nichts für den Kreisel. Ihr müsst noch eine Szene für den Kreisel schreiben. Ja, gut. Kommt der eigentlich in allen 9 vor? Das der kommt in allen Folgen vor. Im 9 ist das ja quasi. Wir dürfen nicht ohne Kreisverkehr. Im 9 ist das ja die Hymne an den Kreisel. Ja, es ist tatsächlich so, dass. Wann war das jetzt? Vor 5 Jahren oder so hat die Gemeinde Frontenhausen dann tatsächlich diesen Kreisverkehr offiziell umbenannt in Franz-Eberhofer-Kreisel. Man kann sich da fotografieren lassen mit den beiden, mit dem Franz und dem Rudi. Habe ich schon gemacht. Und wir haben das schon im letzten Film haben wir das schon aufgegriffen, dass der Bürgermeister dem Flötzinger vorschlägt, er würde den Kreisverkehr nach ihm benennen.
und der Flötzinger völlig empört ist. Und auch der Sebastian Betzel und der Simon Schwarz, die machen sich da immer wieder drüber lustig und sagen, ja gut, andere haben eine Straße oder ein Schwimmbad, wir haben einen Kreisel. und das mussten wir jetzt so ein bisschen nochmal auf die Spitze treiben. Ich habe mal gelesen, dass quasi der Hof von den Eberhofers, dass der gar nicht da steht, stimmt es. Und die Kneipe irgendwie auch nicht. Also vom Wolfi. Das ist richtig, ja. Also den Hof mussten wir einmal wechseln. Das war bitter, aber der Hof war erst der war tatsächlich ursprünglich in Oberbayern, in der Nähe von Aing. Und dann hat der Besitzer aber irgendwann, wollte der den Hof sanieren, also hat ihn saniert und dann konnten wir dann nicht mehr drehen. Und wir konnten aber die Küche aus dem Hof tatsächlich, die durften wir abbauen. Und haben dann diese Küche in einen anderen Hof wieder eingebaut. Also die Ausstatterin hat es ganz, ganz toll gemacht. Also, und der Neuhof ist wirklich da in der Gegend in Niederbayern. Während die Kneipe von Wolfi, die ist tatsächlich nicht dort, die ist in der Nähe von Dachau. Das ist so ein Wirtshaus, was nicht mehr in Betrieb ist, aber was noch wirklich so aussieht wie vor 100 Jahren. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Wirtshaus. Großartig ist ja auch der Schweinestall, den es ja wirklich in diesen alten Bauernhäusern irgendwie gibt. Findet man in Niederbayern ganz häufig, ne, das sogenannte böhmische Gewölbe. Es ist sehr weit verbreitet und sehr typisch für dort. Vielleicht ist das eine indiskrete Frage, aber was ist denn mit der Darstellerin der ersten Oma quasi? Nein, das ist nicht indiskret. In Dampfblues hat die Luise Neubauer die Oma gespielt. Und dann als es klar war, dass wir dann den zweiten Teil drehen, haben wir mit allen Darstellern gesprochen und die Luise Neubauer hat gesagt, sie möchte nicht mit mir drehen. Sie hat sich irgendwie da nicht wohlgefühlt und das tat mir natürlich sehr leid, aber im Nachhinein, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich immer die Nancy Fuchs im Kopf hatte. Die fand ich die passendere Oma, aber die Nancy Fuchs wollte den ersten Film nicht machen. Okay. Hat es abgesagt. Und es ist immer schwierig, dann kriegt man so ein Drehbuch, man liest es und denkt, ah, das ist irgendwie blöd. Und dann nachher, wenn man dann den Film sieht, denkt man, ah, okay, jetzt verstehe ich das, was die eigentlich damit gemeint haben. Und dann haben wir sie irgendwann nochmal gefragt und haben uns mit ihr getroffen und uns unterhalten. Und ich bin dann schon sehr froh, dass sie da zugesagt hat. Ja, die macht das großartig. Ja, ja. Hoffentlich wird sie 96. Das ist 86 ist sie, aber. Ja, soll 96 werden, damit wir fünf so, Teile ja. kriegen. Wie schafft man das eigentlich, ein so großes Ensemble, es müssen ja auch immer die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler sein, zusammen zu halten? Ja, und das ist. Wie ist das wirklich, bei den Dreharbeiten? Ja, also bei den Dreharbeiten ist es einfach, aber es ist schon immer eine Herausforderung, weil wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Cast von Leuten, die ich alle wirklich, also auch alle sehr liebe, die ich alle toll finde und wir adaptieren ja Romane und dann ist es manchmal so, dass im letzten Roman zum Beispiel, also in dem Roman, kommt der Flötzinger gar nicht vor oder so gut wie gar nicht vor. Und das war ein paar Mal schon so und es ist dann immer dann schwierig, weil die Darsteller dann irgendwann auch sagen, ja wieso, warum soll ich da jetzt, ich habe da nur einen Satz, das ist doch irgendwie, dafür soll ich mir jetzt irgendwie den ganzen Herbst frei halten, das ist einfach nicht fair und deswegen versuchen wir öfter auch dann, dass jeder Darsteller auch ein bisschen dann mehr bekommt oder da bis, ja. Das habe ich gedacht, gibt es da so einen regelrechten Druck, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, wahrscheinlich auch vom Publikum her, weil jeder will den. Naja, es ist kein Druck, aber es ist halt, wir sind halt, es ist wie eine Fußballmannschaft, weißt du, jeder will mal spielen. Ne? Und wenn einer immer nur auf der Ersatzbank sitzt, dann sagt er irgendwann, ich suche mir einen anderen Verein. Also, und das wollen wir nicht. Ne? Ich will ja, dass die alle mitmachen und auch sich gut fühlen und ja. So. Apropos Fußball, jetzt quasi die Halbzeitfrage. Wie erklärst du dir den Erfolg der Eberhofer Filme? Hast du wahrscheinlich schon oft genug gehört. Das werde ich oft gefragt. Also sehr schwierig. Ich glaube, es sind tolle Charaktere von der Rita Falk erstmal geschrieben. Die sind super. Wir haben das Glück gehabt, dass wir eine gute Besetzung gefunden haben.
Es erklärt aber ja alles noch nicht den Erfolg oder so. Meine Schwägerin, die lebt in Niedersachsen und die hat mir, vor 10 Jahren hat, oder vor 9 Jahren hat sie mir, hat sie mich angerufen, hat sie erzählt, du pass auf, mich hat eine Freundin angerufen, die hat gesagt, ich habe gestern einen Film im Fernsehen gesehen und wenn der auf DVD rauskommt, dann hole ich mir den und immer wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mir den Film an, weil dann geht es mir besser. Und das war damals Dampfnudelblues. Ah, der erste. Und ich glaube, dass steckt irgendwie was drin, dass viele Leute, wenn sie dann diese Filme gucken oder wenn die im Fernsehen laufen und sie sehen die, dass man danach irgendwie mit einer besseren Laune wieder rausgeht oder dass man irgendwie ein gutes Gefühl hat. Also ich finde ja schon, dass sich in den Filmen so ein bisschen, wie soll ich sagen, so das Alte und das Neue auch so ein bisschen durchdringen. Also der Eberhofer ist ja jetzt schon ein Macho, aber durchaus lernfähig zum Beispiel. Und so diese Ruhe, dieses Phlegma, was die ganze Familie, außer der Oma, also der Vater auch noch ausstrahlt, das könnte man ja regelrecht als gegen den Kapitalismus gerichtet finden zum Beispiel. Ja, es ist sicher eine Art von Entschleunigung da oder ich muss sagen, ich bin ein hoffnungsloser Nostalgiker. Also ich mag keine neuen Dinge, ich mag irgendwie alte Dinge mehr. Deswegen sehen die Filme vielleicht auch so aus oder deswegen leben die Menschen auch so und deswegen hat der Franz auch kein modernes Handy, kein Smartphone und deswegen fährt er auch diesen alten Audi. Polizeiinspektion 1, wird ja gesagt. Ja. Polizeiinspektion 1, Gedächtniskarre. Ja. Genau diesem Fahrzeug ist Walter Sedlmayr noch rumgefahren. Echt? Ja. Okay. Ja, der gehörte mal der Bavaria. Also um darauf zurückzukommen, ein Geheimnis vielleicht auch, dass die ganzen Figuren, das sind alles keine Helden, sondern das sind im Grunde alles so sehr sympathische Versager und Durchwurschtler. Also, ja. Denen man auch so beim Altern zugucken kann, das macht ja auch den Reiz aus. Also der Stefan Betzel wird ja auch nicht dünner, wie man irgendwie… dass die Leute älter werden, daran können wir leider nichts machen. Ne? Ja, aber ist jetzt auch nicht so der Adonis-Typ. Nein. Das stimmt. Es gibt ja neben dem Ensemble auch noch andere Kontinuitäten. Also es ist ja ein ganzes Universum, der Eberhofer-Kosmos gewissermaßen. Aha. Zum Beispiel, du arbeitest doch auch immer mit demselben Kameramann. Nein, das stimmt nicht ganz. Also wir haben, das wechselt immer so zwischen zweien, weil oft kann der eine da nicht, weil er schon einen anderen Film da hat und dann muss ich einen anderen nehmen. Also, aber trotzdem haben die Filme so auch ungefähr den gleichen Look, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben eben damals bei Dampfnudelblues lange überlegt, was für ein visuelles Konzept wir so machen und wie wir eben gerade diesen inneren Monolog von Franz auch umsetzen und haben dann experimentiert und haben dann mit sehr kurzen Optiken gedreht und sehr nah an den Schauspielern dran. Das hat uns irgendwie gut gefallen und dann haben wir das immer weiter verfeinert und beibehalten, weil wir das auch einfach irgendwie gut und passend und toll fanden. Ja, man sieht die Leute sind schon nah, aber man sieht auch immer viel vom Raum drumherum. Das ist das Schöne, ja. Man sieht sehr viel auch Ausstattung und die Szenenbilderin ist auch seit Winterkartoffelknödel immer die gleiche und die freuen sich immer auf den Eberhofer und machen es mit so viel Liebe zum Detail, also das ist immer ganz hinreißend. Für mich. Wie darf man Kontinuität Stefan Betz, das ist der Psychiater in dem Film, ja. Der Psychologe, der Drehbuchautor seit dem dritten Eberhofer-Film. Genau. Wie darf man sich denn so eine Drehbucharbeit bei euch vorstellen? Ihr lest euch den Roman vor und was euch gefällt, glaubt ihr raus oder wie läuft das? Ja, wir nehmen erstmal den Roman auseinander und sozusagen was ist so der rote Faden oder die Kerngeschichte? Also die Bücher sind viel verästelter erzählt, die haben viel mehr Nebenhandlungen, die wir im Film, die für uns im Film nicht so gut funktionieren. Ne? Wir versuchen dann mehr sozusagen an dem einen roten Faden dran zu bleiben, gucken, dass die Privatgeschichte stimmt, also was passiert so auf dieser Franz-Susi-Ebene.
Und dann, wir schreiben dann so eine Outline und dann gehen wir aber relativ früh ins Drehbuch und dann schicken wir uns das immer hin und her. Und also wir schicken uns die Szenen immer hin und her, wir sitzen nicht zusammen, sondern wir schicken das uns und irgendwann verschwimmt es so, dass ich dann manchmal nicht mehr weiß, war das jetzt vom Stefan oder von mir. Also das ist ganz lustig. Und bis auf die Szenen mit dem Brunnermeier da, also die mag der Stefan dann selber nicht schreiben, die soll dann immer ich schreiben. Szenen mit was? Mit dem Stefan, also wo er mitspielt. Also, okay, ja, ja, klar. Ja. Also er schreibt sich nicht gerne selbst für sich. Andere Kontinuität ist auch die Musik von Christian, Christian Scheiben, ja. Steifen, genau. Ja. Die, wie du vorhin gesagt hast, in 6 Filmen. Ich glaube in 6, ja. Also ich wüsste jetzt nur 3, aber so, du kennst die Filme besser als ich. Wie bist du auf den gekommen? Das war ein Zufall. Also da bin ich, das war am Sonntag, es war ein Sonntagnachmittag, ich bin irgendwie Auto gefahren und habe Deutschlandradio Kultur gehört und da war so ein Special, so ein Feature über Christian Steifen, den ich nicht kannte. Und da lief der Song Sexualverkehr. Und ich musste anhalten und mir diese Sendung zu Ende anhören, weil ich dachte so, hey, das ist ja völlig abgefahren und interessant, weil es ist ja einerseits Schlager, andererseits intelligent und irgendwie die Grenze, so wo also es war keine Persiflage in dem Sinn, das hatte irgendwie, es war egal, also ich fand es einfach, ich fand es unheimlich gekonnt und gleichzeitig witzig. Und dann blieb das irgendwie so hängen und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ja, könnte man vielleicht da irgendwie in dem Ebo vereinbauen, weil ich mag, also ich kriege oft so Musikvorschläge von so bayerischen Bands und ich sage immer, ich finde immer, wir sind ja schon bayerisch genug, also da muss jetzt nicht auch noch bayerische Musik rein. Und dann fand ich den Steifen irgendwie eine tolle Ergänzung, ich mochte das gerne. Und dann haben wir bei Winterkartoffelknödel zum ersten Mal zusammengearbeitet und dann war ich auf seinem Konzert und dann haben wir uns so irgendwie kennengelernt und dann, er ist ja eigentlich auch Schauspieler und dann habe ich ihn in 2 Filmen auch, spielt er auch mit und irgendwie ist das eine sehr schöne Freundschaft geworden und wenn ich jetzt einen neuen Film mache, dann rufe ich ihn manchmal an und sage, du, was machen wir denn, hast du irgendwie eine Idee oder was? Hast du einen neuen Song? So, und so ist es gekommen. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber das ist ja fast schon Dada, was der irgendwie macht. Mit eben hier in dem Song eine Flasche Bier und vergiss nicht die kurzen, nur weil sie kleiner sind. Ja. Also da finde ich, muss man ja erstmal drauf kommen. Nein, der ist schon, großartig. Der ist, ich finde ihn schon, das ist schon ein sehr kluger Mann auch, sehr schlau. Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen, bevor Sie was sagen können, damit wir den neuen Film nicht ganz ignoriert haben. Eigentlich finde ich, gehört der Film doch eigentlich dem Vater, oder? Das ist der, also Isi Gulb hat da, glaube ich, seine längsten Auftritte in allen Eberhofer-Filmen. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt nachzählen, aber der Isi ist einfach ein ganz toller Clown auch, also so ein Freigeist und was immer toll ist, ist wenn er schimpft oder so, ne? Das schreibe ich nicht als Dialog aus, sondern da weiß ich, das muss ich, das so gut kann ich das gar nicht schreiben, da sage ich, Isi, überleg dir was, ne? Und dann überlegt er sich was und dann erfindet er auch Schimpfworte, die sich total urbayerisch anhören, die es aber gar nicht gibt. Also zum Beispiel, er sagt zur Monika Gruber, du zammzupfte Nagellackpritschen. Das ist, da denkt man, der könnte meinen, es wäre eine gängige bayerische Redewendung. Stimmt aber nicht, gibt es nicht. Also denkt er sich dann aus, ne? Ich habe eine Doku über den gesehen, also spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Der wohnt ja in einem ähnlichen Stall wie der Franz. Ja, ein bisschen schöner ausgebaut. Aber genau, also und ein bisschen besser intakt wahrscheinlich auch. Wie wichtig ist denn die Kriminalgeschichte? Das sind ja Provinzkrimis.
Das wurde euch ja von Rita Falk auch vorgeworfen, dass die Kriminalgeschichte ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ja, also die Frage suggeriert schon, dass uns die Kriminalgeschichte nicht so wichtig ist. Das stimmt auch. Muss ja auch. Ja, nein, es ist, das Ding ist so, dass die... Dass, wie immer gesagt haben, also wenn die Leute Krimis sehen wollen, dann sind die vom Fernsehen bestens bedient. Da kannst du da jeden Abend, kannst du ja auf x Kanälen gut gemachte Krimis schauen. Also deswegen gehen die Leute nicht ins Kino. Wir müssen über den Krimi hinaus noch was anderes bieten, ne? Und deswegen fahren wir die Krimi-Handlung immer so ein bisschen zurück. Also ich mag Krimi, aber was ich auch mag, ist, dass bei uns die Ermittlerarbeit oft so ein bisschen schludrig ist oder auch manchmal, also unsere, also die sind jetzt manchmal fast ein bisschen doof. Ich finde, das mag ich irgendwie ganz gerne. Ja, der Fall im Roman ist ja auch anders. Der ist etwas anders. Da geht es auch noch um Grundstücksspekulationen und ja, das habe ich nie verstanden, deswegen konnte ich es nicht umsetzen. Ich glaube, das war im Roman auch so, wie nennt man das? Ein MacGuffin, also irgendwas, was da dann gar nicht wichtig ist. Ja, es ging um Bauerwartungsland, genau. Und so. Und man findet auch kein Ur, sondern einen Eckzahn im Roman. Tatsächlich? Ja. Das Ur. So für die Filmbuffs sollte das eine Anspielung. Natürlich. Klar. Okay, dann passt das. Und noch eine auch. Entdeckt? Momentan es gibt noch nicht. Ein anderes Filmzitat. Nee. Hat jemand ein Filmzitat entdeckt? Nee. Der Opa im Tiermarkt, der Eisi. Lebowski? Ja, das ist natürlich der Dude. Ja, ne? Ja, genau. Da war der Dude das Vorbild. Stimmt, ja. Was sagst du, wenn wir jetzt schon über den Namen Rita Falk erwähnen, über ihre Vorwürfe und wird es einen neuen Eberhofer geben? Also wir haben 8 Filme gemacht, die sie alle super fand, wo wir uns sehr, sehr gut verstanden haben. Jetzt findet sie bei dem neuen paar Sachen nicht so nach ihrem Geschmack. Damit kann ich jetzt erstmal irgendwie leben. Ja, also ich finde es natürlich schade, aber ich finde es auch kein Weltuntergang und wir werden uns jetzt irgendwann mal Ende des Jahres mal zusammensetzen. Sie hat einen neuen Roman geschrieben und dann gucken wir mal, ob sie möchte, dass der verfilmt wird oder ob wir denken, dass man daraus einen Film machen kann. Man kann sicher einen Film daraus machen, aber müssen wir mal schauen, ob wir uns da finden. Dann habe ich gelesen, dass die Konstantin noch Rechte an 2 bislang nicht verfilmten, aber das passt wahrscheinlich nicht, weil die Figuren sich verändert haben. Ja, das müsste man dann sehr verändern, aber wir haben die damals ausgelassen aus bestimmten Gründen. Also den ersten haben wir ausgelassen, weil der spielte komplett in München und da haben wir gemerkt, da fühlen wir uns nicht so wohl. Also für uns hat Eberhofer auch sehr viel damit zu tun, mit dem Ort, mit dem Dorf, mit dem Hof, mit dem Wirtshaus. Und wenn das jetzt alles komplett in München spielen würde, dachten wir, das wollen wir gar nicht so gerne. Also. Obwohl der Franz ja in irgendeiner Folge auch mal nach München versetzt wurde. Ja, das war ein Sauerkrautkoma, da wird er nach München versetzt, geht aber am Ende wieder zurück. Also in unserem Film zumindest. Schnell, glaub ich sogar. Ja. Weil uns das mit dem München auch so mittel gefallen hat. Also uns zog es immer wieder zurück. Man denkt ja immer, dass ein Regisseur oder ein Künstler sich oder dass von dem sich etwas in den Filmen, die er macht, wiederfindet. Was findet sich von dir in den Figuren wieder oder welche Figur ist dir die liebste? Also ich glaube, also welche mir die liebste ist, das kann ich nicht so richtig sagen. Das ist so wie wenn man 8 Kinder hätte und sagt, was ist dein Lieblingskind, ne? Gibt es auch. Ja, aber es ist schwer zu beantworten, weil man mag ja jedes auf seine Art. Aber ich bin ja in Calw aufgewachsen, also im Nordschwarzwald. Und ich war in den Sommerferien, war ich immer bei einem Neffen meiner Großmutter. Das war so ein Ehepaar, die hatten einen ganz kleinen Bauernhof in der Nähe von Freudenstadt. Und der war so richtig
alt und primitiv und runtergekommen. Und die hatten so drei Kühe und so einen alten Traktor. Und ich war da immer und habe mit Heu gemacht und saß dann abends in der Küche und habe Schinkenbrote gegessen und habe Apfelmost eingeschenkt bekommen. Als Sechsjähriger, glaube ich, oder so. Und das mochte ich irgendwie sehr gerne. Und ich glaube, dass, ich bin auch, also in meiner Familie, ich bin auch mit meine Großmutter hat bei uns mit im Haushalt gelebt. Und insofern ist meine Verbindung zu dieser Oma irgendwie ganz eng. Ne? So, ich glaube, das ist so die Figur, wo ich so persönlich auch so drin stecke. Welcher von den, als letzte Frage, welcher von den Eberhofern ist dir am liebsten von den neun? Puh, ja, das ist schwierig, ja. Das wechselt auch immer. Ja. Das wechselt wirklich oft. Also als wir damals Winterkartoffelknödel gemacht haben und der rauskam, da haben ganz viele Leute gesagt, der ist nicht gut, weil der Dampfnudelbus ist viel besser, jetzt übertreiben sie es, Dampfnudelbus war viel charmanter und dann mochte ich den so aus Trotz erst recht gerne. Ich finde den auch super, aber dann kam Schweinskopf, den mochte ich auch gerne und so, dann kam Griesnocker, da dachte ich, wow, der ist auch super. Also es wechselt wirklich immer wieder. Okay, das war doch ein schönes Wort. Ich will nicht sagen Schlusswort, weil jetzt geht es ja mit Ihnen los. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kommentare haben, gucken Sie den Urs an, der bringt Ihnen das Mikrofon und wir verstehen Sie. Das klingt zwar jetzt sehr bedrohlich, aber... Hat jemand eine Frage? Was wollten Sie schon immer über die Eberhofers wissen? Okay, dann eben anders. Kleines Quiz. Wer kann alle Filme in der richtigen Reihenfolge aufzählen? Wer traut sich? Kannst du das? Natürlich kann ich es. Nein. Nee, also Fragen gerne stellen. Oder auch, wie es Ihnen gefallen hat. Das ist ja immer noch ganz spannend. Das ist ja noch immer relativ frisch. Ja, hier ist die erste Meldung. Ja, sehr schön, der Film und auch jetzt gerade das Gespräch, echt interessant. Nun haben auch die Schauspieler, machen ja auch andere Sachen. Jetzt gerade die Susi, die jetzt die taffe, Kommissarin ist, färbt das auch so ein bisschen in diese Filme hinein ab oder switchen die dann wieder total in diese Rolle, weil das geht ja jetzt schon seit vielen Jahren. Das Team so und wie funktionieren die als Team? Ist das auch harmonisch oder gibt es da? Also mehrere Fragen. Also es färbt überhaupt nicht ab. Das liegt aber auch daran, dass Schauspieler sind das ja gewohnt. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, also die kommen dann auch ans Set, die kriegen ein Kostüm, ne? Also die schlüpfen in ihr Kostüm. Die bekommen ihre Maske oder Haare und so und dann, also bei der Lisa Maria Potthoff zum Beispiel, das sind so Klamotten, die sie in keiner anderen Rolle anhat und dann verwandelt die sich schon automatisch in die Susi und dann, und es geht eigentlich, oder der Daniel Christensen, der den Flötzinger spielt, das ist auch richtig eine Verwandlung, ne? Und ich glaube, das hilft denen auch sehr, dann in dieser Rolle wieder drin zu sein. Also sie kommen alle sehr, sehr schnell in diese Figuren. Und es ist auch für mich immer so ganz schön am ersten Drehtag. Also wir hatten ja durch Corona eine kleine Pause auch. Also haben wir ein Jahr nicht gedreht. Und dann, als wir dann wieder einen Film drehen durften und der erste Drehtag war und dann stand da der Sebastian Betzel in seiner Polizeijacke und seinem T-Shirt und seinem... Und fing an und ich dachte, ich war so fasziniert und dachte, wow, es ist sofort wieder der Eberhofer. Also die schalten da sehr schnell um. Und es ist am Drehort untereinander, es ist sehr, sehr harmonisch. Also der Kern, also Simon Schwarz, Sebastian Betzel, sie sind eh sehr, sehr gut befreundet. Auch Lisa und Sebastian kennen sich schon ewig und sind
drehen sehr gerne miteinander und sind sehr unkompliziert. Also da gibt es überhaupt keine Misstöne oder Animositäten. Also das funktioniert ganz toll. Über ein Eisi regen sie sich manchmal auf, weil der dann irgendwie nicht beim Text bleibt, aber das hat sich auch jetzt irgendwie, da haben sie sich auch dran gewöhnt. Also es war immer so ein bisschen, die NC Fuchs hat sich manchmal aufgeregt, ah, der Eisi, der bringt mich so durcheinander, der sagt immer nie das, was da steht und so. Und das ist dann für jemanden, der so Theater gelernt hat und darauf angewiesen ist, dass sozusagen eine bestimmte Line kommt, ist es dann immer wichtig. Aber das hat sich alles irgendwie ganz toll eingespielt. Lässt du denn als Regisseur, gleich eine Nachfrage, Improvisationen oder Einwände oder Anmerkungen von den Schauspielern zu? Also es wird wenig improvisiert tatsächlich, aber wenn jemand sagt, du, ich würde es gerne, ich habe einen Vorschlag, ich würde es gerne so sagen oder was hältst du davon, dann bin ich da immer ganz offen und höre mir das an. Und gerade der Sebastian Betzel zum Beispiel, der hat ein unheimlich tolles Gespür für die bayerische Sprache und wie er Sachen sagen würde, weil wir schreiben die Bücher auch nicht im Dialekt so richtig. Also wir haben, das ist eine eigenartige Art, also wir haben manchmal die Syntax so bajuwarisiert, aber wir schreiben nicht in so einem Dialekt, so dass man die Bücher irgendwie gar nicht lesen könnte. Also wir schreiben die eigentlich, es ist so ein leicht, ja, es ist ein Hochdeutsch, was ein bisschen eine andere Satzstellung hat. Ich meine, es ist ja auch so, dass die Filme keine Untertitel brauchen. Also man versteht das ja auch, selbst als Frankfurter, das Bayerische. Ja, das war uns schon irgendwie immer relativ wichtig, dass man die auch jetzt ohne Untertitel verstehen soll. Ne? Also gut, es ist klar, also es soll natürlich auch bayerisch sein. Ne? Also auch die Bayern sollen sich damit auch identifizieren. Aber ich glaube, wir haben so einen ganz guten Mix gefunden. Ja, auch, dass der nicht zu bayerisch ist, muss man sagen. Also gibt jetzt keine Trachten, wobei ich gar nicht weiß, ob es in Niederbayern Trachten oder ja, sowas gäbe. Ja, das war für mich von Anfang an total wichtig, dass wir nicht so ein, dass keine Lederhosen vorkommen, dass keine Geranien vorkommen und so. Also das Ganze, was so eigentlich mehr Oberbayern ist, das fand ich alles völlig fehl am Platz. Und das ist auch wirklich sehr typisch Niederbayern. Also die Niederbayern sind, das ist alles sehr schmucklos und eher so, also mein Co-Autor Stefan Betz würde sagen, eher gräuslich. Der Stefan Betz kommt auch von daher. Der kommt oder? Aus Niederbayern, ja. Erstmal vielen Dank für die tolle Filmserie. Und ich habe eine Frage, wie sich der Erfolg aus ihrer Sicht entwickelt hat. Also bei mir im Bekanntenkreis war es so, alle keine Krimi-Fans. Irgendwie hatte man aber in Podcasts und so immer mal gehört, dass es diese Krimiserie mit den komischen Namen aus Bayern gibt, die irgendwie ganz cool und modern ist. Und dann kamen die ersten, ich weiß gar nicht, waren es 7 Teile zu dem Zeitpunkt auf Netflix und auf einmal haben alle die geschaut und fanden die toll und sind danach in die nächsten Filme ins Kino gegangen. Ja. Wie war das aus ihrer Sicht? War der Erfolg da und dann kam Netflix oder ist es wirklich durch das Streaming dann nochmal größer geworden? Also das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das hat sich immer so ein bisschen weiter aufgebaut. Also das lief ja auch immer in der ARD, ne? Und es lief immer gut und es lief aber auch immer besser. Und also mit jedem Film hat sich so der Kreis vergrößert. Und ich weiß noch am Anfang, als ich die ersten Filme gemacht habe, da musste ich mich in Berlin immer, also ich musste mich nicht schämen, aber haben mir gedacht, du machst doch diese komischen Knödelfilme da und so. Und ich hatte, und es war tatsächlich so, die wussten, dass es diese Filme gibt, aber die hatten die nicht gesehen. Und man hat ja zu Recht auch gewisse Vorurteile gegen bayerische Komödien oder gegen bayerische Mundartkomödien. Verstehe ich total, aber es hat viele Leute erstmal auch, glaube ich, gehindert oder abgeschreckt oder es war so eine Schwelle, die sie nicht freiwillig übertreten haben. Und dann wurde das plötzlich breiter und da hat Netflix wahrscheinlich dann auch irgendwie geholfen, nochmal einen ganz speziellen Zuschauerkreis zu erreichen, ne?
Weil bei Netflix ist natürlich das ist ja sehr niederschwellig, das Angebot. Ne? Man klickt da drauf, guckt da irgendwie sich eine Minute an und entscheidet, ob einem das gefällt oder nicht. Das ist ja relativ einfach. Also anders als jetzt da sich aufzurappeln, ins Kino zu gehen, eine Karte zu kaufen und sich so einen ganzen Film anzuschauen. Also da hat Netflix wahrscheinlich uns schon ganz gut geholfen. Ja? Dazu kommt, dass wir gerade ja so einen Hype des Kinos oder einen Boom wieder erleben durch das berühmte Wochenende, an dem Barbie und Oppenheimer gemeinsam starteten. Das ist das vierterfolgreichste Kinowochenende der Geschichte des Kinos. Deswegen Hashtag Barbenheimer. Und der Konstantin-Chef hat dann gleich da draus gemacht, als ihr zwei Wochen später gestartet seid, nicht Barbenheimer, sondern Barbenheim-Hofer. So, aber das ist schon jetzt auch was. Merkst du das, dass da nochmal so eine neue Kinobegeisterung, Kinowelle gerade durchs Land zieht? Ja, also es ist immer schwer zu sagen, wie es ohne wäre. Also es ist schon gerade eine ungewöhnliche Welle, weil normalerweise war immer der Sommer die Zeit, wo es halt keine Neustarts gab. Und wir waren immer in diesem Anfang August, wo normalerweise keine anderen Filme laufen. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Und jetzt war Barbie und Oppenheimer, das war so eine Welle, die uns sicher auch irgendwie gut getan hat, glaube ich, weil einfach viele Leute ins Kino gegangen sind und gemerkt haben, ah ja, Kino kann man ja auch mal wieder gehen und macht eigentlich Spaß. Also es ist, vor allem fürs Kino ist es halt toll. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir eben mit den Eberhofer-Filmen im Sommer auch ganz vielen Provinzkinos auch das Überleben gerettet haben in den letzten zwei Jahren, so sagen die zumindest. Also es war für die immer ganz wichtig, dass dann im Sommer nochmal ein Film kommt, in Süddeutschland zumindest, wo sie dann auch wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Also das ist schon ganz gut. Okay, aber wer hat noch eine Frage? Ja, genau auf der anderen Seite, aber ich gebe es einmal so durch. Doch, die Gelegenheit nutzend. In jedem Film gibt es ja vollkommen abgefahrene, im Abspann meistens oder clever eingebaute, extrem schräge die Szenen, wenn dann alle ausflippen in der Kneipe oder mit Bobbycars. Ja. Betrunken fahren, was raucht ihr da? Oder wer denkt sich diese Szenen aus? Kommt das aus dem Spirit und aus dem Team? Oder das kann man Nein, ja eigentlich ist, nicht so wir, unbedingt wir, schreiben. Was wir rauchen, es ist natürlich Niederkaltenkirchner Homegrown Brillant Grasal. Ich mag Musik, ich mag in gewisser Weise auch Musical oder zumindest so Arten von musikalischen Einlagen. Finde ich irgendwie, mag ich das ganz gerne. Es gab tatsächlich bei der Rita Falk in Dampfdudel Blues die Szene, dass die Jungs in der Kneipe Luftgitarre spielen. Es war sehr interessant, also unsere Redakteurin von der Digeto, die sagte, Luftgitarre, das verstehe ich so gar nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich verstehe das schon sehr gut. Und das hat halt damals schon so einen irren Spaß gemacht, das zu drehen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es weitermachen, irgendwie diese Verbindung zwischen Musik und Anarchie vielleicht. Also ich warte bei jedem Film drauf, was haben sie sich jetzt einfallen lassen? Ja, das macht schon... Da machst du mir jetzt aber Druck. Ja. Ja, schwierig. Also ja. Alle sind gut, aber es gibt wirklich super Teile davon. Ja. Noch ist ja Cannabis nicht legalisiert. Gab es da jemals Ärger? Also im Neuen? Also jetzt? Nie. Also nicht in der ARD nirgendwo. Nee. Also, interessant. Ja. Interessant. Gibt es noch eine Frage? Möchte vielleicht jemand fragen, ob der Rudi wirklich in der Jauchegrube versenkt wurde? Bitte? Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ja. Was ihr da verwendet habt. Zu Recht. Ja. Ja.
Ja, interessant. Also wir haben uns in Niederbayern mehrere so Güllegruben angeschaut, also auf der Drehortsuche, und haben dann immer mit dem Bauern gesprochen, haben gesagt, ja, in unserem Film wird da einer versenkt und so. Und der erste Bauer hat gesagt, ja, das ist völlig harmlos, das ist Kälberurin, das ist gut für die Haut. Nein, und was wir dann tatsächlich, aber für uns war klar, also auch wegen den Dämpfen ist es sehr gefährlich, ne? Kann man nicht so ohne weiteres machen. Und vor allem, du kriegst es auch nicht mit einer Dusche weg, ne? Also das kriegst du, glaube ich, den Gestank kriegst du eine Woche lang nicht aus dir raus. Und wir haben es dann schlussendlich so gemacht, also das war eine Kombination aus einer original großen Güllegrube. Und dann haben wir so ein, man muss sich das vorstellen, wie so ein Tortenstück gebaut, ne? Also mit einer Rückwand und einem Becken, und da war irgendwie, es war nur so hoch, ja, also nur so tief. Und dann in der Stelle, wo der Rudi versenkt wurde, war wie so ein Fass eingebaut, so 1,70 tief oder so, dass man dann noch weiter runterkam. Der Grund, warum wir das nicht ganz, also komplett irgendwie so tief gemacht haben, war, weil wir ausgerechnet haben, dass wir da so unglaublich viel Wasser und also Masse brauchen. Und diese Gülle, das ist dann tatsächlich ein Mix aus Fango, Torf und irgendwie Heilerde oder so. Also so. Kann man aber jetzt bei euch buchen. Kann man buchen. Ja, aber es war trotzdem angeblich sehr unangenehm. Also laut Simon Schwarz. Er hat ein bisschen gelitten. Aber es war jetzt nicht schlimm, war nichts Ungesundes und nichts Stinkendes. Ja. Also schwebte auch über dem Echten, aber wir haben ihn nicht in das Echte reingestippt. Ja. Ja, aber er hing ja am Seil, also wenn er ohnmächtig geworden wäre, wir hätten ihn ja eh wieder zurückgezogen. Ich fand es ganz spannend, vorhin hast du auch die österreichischen schwarzhumorigen Komödien angesprochen. Mhm. Simon Schwarz ist da ja oft auch Teil gewesen, gerade bei den Brenner-Verfilmungen von Wolf Haas. Ich frage mich halt immer auch so, warum können das die Österreicher so viel besser? Warum passiert sowas in dieser Drastik, wie jetzt auch bei euch dann umgesetzt, endlich mal so selten? Warum ist die deutsche Komödie oftmals das, was sie ist? Nämlich etwas, was doch etwas plumper daherkommt und weniger kreativ? Ah, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also, ich bin damals auch mit Kottern ermittelt aufgewachsen und mit solchen Sachen, und dann eben Brenner, großartig, alle Filme. Und warum das so anders ist, ich glaube, das ist halt sehr viel mit dieser österreichischen Tradition des schwarzen Humors zu tun. Ne, das ist da, glaube ich, viel verbreiteter als bei uns. Aber ja, ich kann es nicht anders erklären. Ich glaube, das ist wirklich historisch. Bei denen wird es einfach anders gepflegt und anders gewertschätzt und anders, ja, als bei uns. Das könnte sich ja jetzt mit euch eigentlich ändern. Wäre doch schön. Naja, also gut, hoffentlich, ja. Aber wobei die Rita Falk schon so ein bisschen ähnlich schreibt wie der Wolf Haas, finde ich. Also es ist eine ganz andere Perspektive, aber sprachlich, finde ich, hat die da auch ihre Inspirationen bezogen. Das kann ich nicht sagen. Also da bin ich zu wenig Literaturwissenschaftler, aber es hat schon manchmal so, wie Überraschungen gebaut sind oder wie so Momente gebaut sind, da könntest du recht haben, da ist vielleicht was dran, ne? Und so ein gewisses Understatement in der Sprache ist, glaube ich, auch beiden zu eigen. Ich glaube, die Österreicher sind einfach immer in allem noch ein Tick krasser. Ne? Also.
Ihr habt ja auch viele Österreicher. Ja, nicht deswegen. Simon Schwarz, ja, auch den Gefängnis, den Pathologen da, das ist auch ein Österreicher. Ja, wir haben viele, wir haben in jedem Film immer viele Österreicher. Also ich bin da auch nicht so päpstlich, dass da in Niederbayern nur Bayern mitspielen dürfen. Also ich bin großer Fan von der österreichischen Schauspielkunst. Die sind auch tatsächlich anders, die Schauspieler. Die sind bescheidener in der Art, also die nehmen sich nicht so wichtig und sind zum größten Teil einfach auch sehr, sehr großartig. Also Maria Hofstetter hat diesmal keinen Auftritt, aber Frau Beischel. Frau Beischel, eine fantastische Schauspielerin. Also, Seidelfilm auch immer. Ja. Gibt es noch was von Ihrer Seite? Eine Frage? Ansonsten, es gibt eine verpflichtende Frage in dieser Reihe, denn die Reihe Urs Mach's heißt so, nämlich, was tut sich im deutschen Film? Und ich würde es in dem Zusammenhang gleich mal noch erweitern mit der Frage, ich habe das Gefühl, es gibt so einen Boom von, ich würde es mal modernen Heimatfilmen, so nach dem Begriff von Edgar Reitz Heimat, nicht 50er Jahre, benennen, dass eben nach der Welle der Berlin-Filme, die es lange gab, jetzt doch sehr viele Filme wieder auf dem Land spielen, eher Geschichten im Kleinen erzählt werden. Hast du auch dieses Gefühl, tut sich sowas gerade im deutschen Film oder was siehst du da? Kann es sein, dass es Zufall ist oder dass es immer mal so ist? Also noch jetzt Festivals gezielt gegründet worden für diese Filme, gab es jetzt ja, drei. Ja, okay, da weißt du vielleicht, also da hast du vielleicht noch mehr Übersicht als ich. Also ich zum Thema, was tut sich im deutschen Film? Also ich habe vor 2 Jahren durfte ich künstlerische Leitung beim Deutschen Filmpreis machen und wir haben 3 Filme ausgezeichnet, die ich alle großartig fand, die aber zusammengenommen, glaube ich, gerade mal 200.000 Zuschauer hatten. Ne? Und das ist natürlich für den deutschen Film ein Riesenproblem, dass wir wirklich tolle Filme haben, finde ich, die aber irgendwie den Weg zum Publikum nicht finden oder schwer finden. Ne? Und jetzt letztes Jahr, also gab es ja im Westen nichts Neues, ne? Der ja einen Oscar gewonnen hat und also wirklich auch ein toller Film ist, aber der ist halt auf Netflix, ne? Weil du diesen Film, also einen solchen Film mit so einem Budget, kannst du fürs Kino nicht finanzieren. Finanziert dir keiner. Also kriegst das Geld ist nicht einspielbar. Und das ist natürlich für so ein Land wie Deutschland schon irgendwie bitter, ne? Wenn man sagt, also bestimmte Größe kannst du eigentlich gar nicht machen, weil du das Geld nicht einspielst, ne? Und dann gehst du lieber zu Netflix. Also das macht mich so ein bisschen traurig, ne? dass wir den Draht zum Publikum so ein bisschen verloren haben. Ja. Woran liegt das? Also ist das nur Netflix oder sind das auch die Filme? Weil auf Festivals sind sie ja durchaus auch sehr gefragt, zum Teil und preiswürdig. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, es liegt irgendwo, sind sie, glaube ich, zu weit weg vom Publikum. Also von der Masse. Ne? Also und das war früher, glaube ich, nicht ganz so. Also da gab es schon auch sehr anspruchsvolle Filme, die auch ein großes Publikum trotzdem noch erreicht haben. Ne? Also das ist ein bisschen schade. Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin und ihr großes Publikum erreichst. Drücken euch auch bei diesem Film natürlich jetzt wieder die Daumen. Ich wunderte mich ja, weil du den Deutschen Filmpreis ansprichst. Es gibt ja den Preis für den besucherstärksten Film des Jahres. Den gab es noch nie, komischerweise. In dieser ganz großen Liga spielen wir noch nicht, ne? Aber mal schauen. Wir drücken die Daumen. Dieses Jahr wird es knapp. Ja, nee, also deswegen sagen Sie es unbedingt weiter, dass noch weiterhin Menschen in diesen wunderbaren Film kommen. Ich mache ein kleines bisschen Werbung für die nächste Veranstaltung. Die ist nämlich auch wieder auf dem Land, allerdings in der wunderschönen Mecklenburgischen Seenplatte. Der Film heißt Alaska, hat den Max-Uffels-Preis gewonnen. Das ist das wichtigste Nachwuchsfestival hier in Deutschland. Max Gleszinski wird am 15. Oktober dann hier bei uns zu Gast sein. Aber jetzt sagen wir nochmal ganz herzlichen Dank zum einen für die tolle Reihe und den tollen Abend. Ja. Ed Herzog, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und Rudolf Worschig, der das Gespräch geführt hat. Vielen Dank. Applaus